So, grüße, liebe Freunde. Nochmal. Ich bin gebeten worden zu gehen von der Polizei. Ein Polizist, was von lieb und so nett, hat mich für eine Jacke beim Arm gefasst. Und ich habe das gezogen und gesagt, ich sehe mich schlecht. Das sind unsere Steuergelder. Sicher, wir haben auch demonstriert wegen Corona-Maßnahmen. Aber diese Corona-Maßnahmen sind menschenwidrig, verfassungswidrig. Aber das, was hier abgeht, hier geht es um Freiheit und Menschenrechte. Da bin ich dafür. Da bin ich dafür. Aber es soll in einem Land bekämpft werden, aber nicht bei uns. Nicht bei uns. Liebe Freunde. Und dieser liebe Polizist, den ich sowieso lieb hat, der Anton Thomas Lederer, ist auch zu mir gekommen und gesagt, der muss ihn mir verweisen. Und er ist wieder zu mir gekommen, ja, ich soll hier weggehen. Ist er hier nicht erwünscht, denn ich mache meinen Mund auf. Und ja, nicht, dass mir was passiert. Auf der anderen Seite haben sie recht, weil die sind sowieso anders. Die könnten sowieso auch mit losgehen, alle miteinander. Aber naja, ihr kennt mich ja, ihr wisst ja, wie ich bin. Ich halte meinen Mund nicht. Ich sage einfach so, wie es ist. So wie ich sehe, so wie die anderen Menschen das sehen. Ich habe das an gewisse Menschen da draußen geschickt. Einige Videos. Es ist wichtig, dass er in die Öffentlichkeit kommt. Und ein paar Fotos. Es ist wichtig. So, liebe Freunde. Ich verabschiede mich jetzt von Linz, von euch. Ich werde euch einiges noch hochladen, einige Fotos noch hochladen. Und die anderen Videos auch noch, wo ich woanders hin geschickt habe. In ein paar höheren Stellen. Und, tja, so ist es. Sie sind arm. Kriege sind nicht gut. Nirgends auf der ganzen Welt. Nur, sie sollen dort bekämpft werden. Und diese Menschen, was hier demonstrieren, sie sollen bei ihnen zu Hause demonstrieren, aber nicht bei uns. Sie sollen dorthin fahren und dort mitwirken, dass diese Kriege dort aufhören. Aber nicht unsere Steuergelder, wie viel Polizeieinsatz hier ist. Aber wie man gesehen hat, wieder auf mich und auf Friedliche losgehen, aber auf denen geht keiner los. Nein, die Polizei geht nur gewisse Polizisten, besser gesagt. Denn die meisten haben den Kopf geschüttelt. Die meisten sind eher arm, die haben den Kopf geschüttelt. Aber es gibt gewisse, die nach wie vor diese schwarze Schafe, was immer dabei sind. Viertag, liebe Grüße aus Linz, Fahnel.